Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu F197. Heute gucken wir uns mal den zweiten Ableger auf der PS1 an. Und nachdem es beim letzten Mal um die Saison 95 ging, geht es jetzt um die Saison 97. Das heißt, in Videospielform sehen wir das erste Mal, wie Michael Schumacher im Ferrari unter anderem unterwegs ist. Und wir spielen heute auf Englisch, denn wir haben zu Deutsch die Kommentatoren Jochen Maas und Heiko Wasser. Auf Englisch hingegen, da haben wir unter anderem Murray Walker. Und das möchte ich natürlich mir nicht entgehen lassen. Und wir springen rein in den Grand Prix-Modus. Und wie wurde sich auch unter dem ersten Video aufgeregt? Wie kann der Dave Jochen Maas nicht erkennen? Meine Güte, wenn er doch behauptet, dass er seit Kindheitstagen an Formel 1 guckt und spielt, dann muss er die Stimme doch kennen. Ja, vielleicht kann man sie auch nicht so genau zuordnen. Hey, who knows? Ich erkenne nicht jeden Menschen an der Stimme. Wir gucken uns mal ganz kurz die Strecken an. Hockenheimring ist die Strecke, die wir heute fahren werden. Abgesehen von den letzten paar Kurven, ab Beginn Infield und von der ersten Kurve ist es eine ganz andere Strecke. Ja, es geht geradeaus, 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 dann eine Schikane. Geradeaus, geradeaus, Rechtskurve, geradeaus, geradeaus. Ich glaube, da kam nochmal eine Schikane und dann wieder geradeaus. Also im Prinzip geht es fast nur geradeaus. Wir können dann Rennen einrichten und es gibt verschiedene Fahrer und Teams natürlich wieder. Unter anderem Ralf Schumacher, Rubens Barrichello im Stewart, Damon Hill im Arrows, wir haben Mika Häkkinen im McLaren, neben ihm David Coulthard schon tatsächlich. Wir haben Driver One, heißt er eigentlich, und ich konnte hier den Fahrer editieren, denn Jacques Villeneuve hat es ihn nicht ins Spiel geschafft. Warum auch immer. Keine Ahnung. Der Weltmeister aus dem Jahr 97 ist nicht im Spiel von 97 drin. Aber man kann ihn bearbeiten. Man kann ihn theoretisch auch ganz anders nennen. Und man kann natürlich auch das Team verändern vom Namen her. Fragt mich nicht, warum. Heinz-Harald Frentzen übrigens natürlich dann neben ihm. Max Verstappen ist natürlich auch nicht Max Verstappen, sondern eigentlich Jos Verstappen. Aber ich habe mir die Freiheit genommen, mal den Namen zu ändern. Finde ich halt lustig. Und ich würde sagen, wo waren wir? Ach komm, wir waren mit Michael Schumacher letztes Mal unterwegs. Ne? Eddie Irvine dürfte Teamkollege sein. Gehen wir mit dem anderen der Schumacher-Brüder auf Touren. Auf geht's mit Ralf Schumacher. So, und hier gibt es jetzt so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Also du kannst die Rennlänge einstellen, du kannst in 5 verschiedenen Längen das Rennen einstellen. Coole Sache, wir machen mal Short. Dann kannst du deinen Skill auf 5 verschiedenen Ebenen, ihr seht, ich habe gerade schon mal reingetestet, in 5 verschiedenen Ebenen den Skill anpassen. Du kannst den Lenkassistenten einschalten, Bremsassistent gibt es theoretisch auch. Soll ich den nicht anmachen? Komm. Oder ist es lustiger, wenn ich fail oder wenn ich nicht fail? Ich weiß es nicht. Ich mache ihn mal an. Komm, letztes Mal hatte ich ihn aus. Diesmal machen wir an. So. Du kannst auswählen, was für Sessions du alles fährst. Schaden. Außerdem Defekte. Auch coole Geschichte, wie ich finde. Das Wetter. Gibt es auch variabel. Also was der Unterschied zwischen variabel und random ist. Mal gucken. Vielleicht mal in einem anderen Video, was wir uns angucken werden. Reifenabrieb. Spritverbrauch. Ich glaube, das heißt, dass du die Visiere abreißen musst. Also, Tear-Off heißt im Prinzip ja genau das. Machen wir an. Genauso wie die Flaggenregeln. Let's go. Übrigens, Menü habe ich gemutet, weil beim letzten Mal gab es Copyright-Sachen. Und bei Copyright ist teilweise so, dass einfach nur die Monetarisierung nicht erlaubt ist. Das finde ich okay. Aber teilweise ändert sich das dann im Laufe der Zeit, je nach Lizenzgrundlage. Und dann werden die Videos gesperrt. Und teilweise weltweit gesperrt oder halt nur in 212 Ländern oder sowas steht da immer dann. Car Setup gibt's übrigens auch. Du kannst manuell Automatik fahren, kannst mit Slicks, Wets oder Monsoon-Reifen fahren, wo Tokyo Hotel wahrscheinlich sich auch hat inspirieren lassen von für ihren Song. Du kannst Soft- oder Hard-Reifen nehmen. So, und jetzt kannst du Suspension machen. Keine Ahnung, was mir die Prozentzahl genau sagen soll. Bei anderen Sachen ist es ein bisschen detaillierter. Also, wie groß zum Beispiel die Bremsscheiben sind, wie die Bremsverteilung ist. Lustig, dass es hier teilweise in 2% Schritten vorangeht. Warum hat man so wenig Front? Front Downforce, Rear Downforce, wie viel Sprit hast du dabei? Und natürlich kannst du Setup auch speichern und laden. Finde ich cool. Und wir starten mal die Session. Und jetzt kommt eine lange Ladezeit und deswegen skippen wir die. Welcome to the German Grand Prix. Due to start in just a few moments here at Hockenheim. The problems the teams face with this track is just how to set the car up. It's got long straights where the cars can top 200 miles an hour,
Ich finde es so schön, dass er im Spiel halt so roboterhaft klingt. Ich habe übrigens gerade mal Kimi ausgecheckt, während ich runtergeguckt habe. Ach, Jan Magnussen übrigens auch dabei, ne? Ich find's geil, wie roboterhaft er klingt. So, wir haben verschiedene Kameraperspektiven, sogar Cockpit-Ansicht ist am Start. Und ich muss euch eine Sache noch zeigen, bevor wir loslegen. Ich zeige euch mal die Option, weil eine Sache finde ich richtig smart. Okay, ganz kurz, Screen Options weiß ich nicht. Hier kannst du verschiedene Sachen einrichten, unter anderem die Racing Line. Und guckt mal, was passiert, wenn ich die Racing Line anmache. Oder halt, wenn du es gibt sogar drei Optionen dafür. Du siehst halt einfach nur, also seht ihr quasi da, wo meine Kamera ist gerade so ein bisschen verdeckt, du siehst halt einfach den Gummiabrieb. Das ist halt mega smart, weißt du? Du sagst halt nicht, ey, wir gucken, du kannst dir von der Ideallinie alles diktieren lassen, sondern im Prinzip bekommst du so ein bisschen was mitgegeben, wo ganz grob die Linie ist. So, und ansonsten kannst du, das hat auch sehr, sehr entweder subtil einblenden oder halt richtig krass. Drawing Distance ist wahrscheinlich für die Grafik, dass du halt einfach sagst, ey, wie weit werden Objekte schon mal vorgezeichnet. So, let's go. Rein. Okay, links oben steht auch jetzt die Rundenzahl dabei. Okay, Kurve 1 geht eigentlich tacken schneller. Ich halte mich ein bisschen zurück, ne? Ey, aus dem Weg! Nein! P19 aktuell. Okay, eine Sache ist hier super gefährlich, ne? Wenn man aufs Gras fährt, das geht gar nicht klar. Übrigens, Analogstick kann man immer noch nicht nutzen. Ui! Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich als Kind Murray Walker eher hatte als Kommentarspur. Als die deutsche Kommentarspur. Er ist collided with Irvine. So, nochmal. Rein, Windschatten. Ist das ein... Das müssten Williams sein, ne? Ja. Oh. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich aufs Infield zu, oder? Es ist aber auch schon irgendwie eine coole Strecke. Die Ästhetik ist halt vom alten Hockenheimring extrem geil, weil du super, super viel Wald hast. Oh ja, es geht jetzt ins Infield. Oh. Hallo Fans! Oh mein Gott! Warum wurde ich Black Flagged? Ich wurde disqualifiziert! Are you serious? Okay. Ja, dann starten wir die Session nochmal. Er hat nicht so viel Glück gebracht. Warte mal, wir nehmen mal Heinz-Harald Frenzen. Let's go. Driver Select. Warte. Stimmt, müssen wir das Team noch wechseln? Ja, genau. Williams, easy snack. War ja das beste Auto da. Rein. So, ab geht's. Welcome zweiter Versuch, jetzt wird's besser. Gerd Berger mit der Pole Position. Oh, Ralf Schumacher jetzt auf 3, nachdem er gerade disqualifiziert wurde. Uiuiui. Ja, also die Regelauslegung schon... verrückt. Mal gucken, was geht. Let's go. And it slides out. And away we go. Hey, der zieht voll zu. Oh! Aufs Gras gefahren. Wie gesagt, das ist nicht so easy. Wenn du aufs Gras fährst, drehst du dich sofort. Okay, mal gucken, ob ich aufschließen kann. Wahrscheinlich Minicut oder wir spulen vor mit so krasser Musik.
Okay, wir sind im Windschatten von Verstappen. Rein. Wieder ins Infield. Oh, nein. Versuch 3. Und da muss der Maestro nochmal persönlich ran. Deswegen rein mit Michael Schumacher. Und das Ziel ist jetzt mal Top 10. Ohne disqualifiziert zu werden. Aus was für einem Grund auch immer. Let's go. Vielleicht gibt es ja sogar Punkte, ja? Top 6 wäre Baba. Oh. Egal. Mund ab, bisschen weitermachen. Keine Position verloren in Kurve 1. So, Top 20 jetzt. Auf der Geraden schnell das Auto. So, P17. Ich krieg auch, glaube ich, ein Gefühl dafür, wann das Auto auf der Geraden einfach nicht geradeaus fährt. Nämlich, wenn du neben einem anderen Auto bist. Es ist, als wären zwei Magneten aneinander verknüpft, die einfach unterschiedlich gepolt sind. Und dann ziehen sie sich an, die Autos. Dann musst du gegenlenken. So, aber jetzt sind wir auf P14. Auch wenn wir ein bisschen Zeit gerade verloren haben, geht nach vorn. Mal gucken, wann wir auf die nächsten Autos treffen. Okay, nice. Barrichello, keine Chance. Yes, Baby, vorbei. Warum geht er so vom Gas, wenn man ihn überholt? P13. Not bad. Oh, Alter, wie die hier... Okay. Fahr. P9. Alter, was war das denn für eine Stausituation? Egal, geht weiter nach vorne. P9 schon mal. Gerhard Berger, third, Jean Alesi, in fourth, Damon Hill, in fifth position, Shinji Nakano, sixth, so, P8, Giancarlo Fisichella, sauber, weiter, vielleicht sogar Top 5 Podium, Berger. Podium wäre geil. Oha, das ist McLaren, ist das Mika Häkkinen? Yes, baby! P6! Top 5! Okay, P5. Let's go! Irgendwie scheint aber tatsächlich der Ferrari im Spiel doch schneller zu sein noch als der Williams, oder? Ich hatte nicht das Gefühl, mit Heinz-Harald Frentzen so schnell zu sein. Also, schnell in Anführungszeichen, natürlich. So, let's go. Windschatten. Rein! He's accelerating hard now. He's swarming about all over his gearbox. Oh, das ist Hill. Der fährt aber nur in Arrows. Rein da. Ja! P4! Ich finde auch die Abstandsanzeigen geil. Also 700stel zur letzten Messung und davor waren es 1,2. Oh, meine Güte. Da kann man sich leicht drehen. Also Graskontakt ist halt echt Rapier im Spiel. So, wo ist der dritte? Komm, zeig mir eine Abstandsanzeige. Let's go. Jetzt lenkt das Auto automatisch ein bisschen nach rechts. Was soll das? So, ich sehe jetzt absolut niemanden mehr.
Ja, bin komplett allein. Oh, aber wir sind in Sektor 2 schneller als der Führende. Ja, komm, dann ran an den Führenden. Wo sind die Abstände? 37er Zeit. Alesi vor mir. Okay, im letzten Sektor ist er 6 Zehntel schneller als ich. Krass. Okay. Ja, merke ich mir. Aber in Sektor 1 und 2 sollten wir schneller sein. 37er Runde ist auch echt. Es wirkt flott. That's what she said. Ich glaube, ich sehe da vorne einen. Guck mal, da ist der kleine Pump. Ja, jetzt ist er weg. Boah, Alter, das war gut. Eine halbe Sekunde wieder aufgeholt in Sektor 1. Ja komm, Sektor 2 geht mehr. Ey, ich bin locker weniger als 2 Sekunden weg, oder? Come on. Ey, Podium wäre so geil. Eieiei, ich bin dran. Die Schikanen liegen mir gut. Finde ich gut. Komm, komm, push, 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 push. Lustigerweise genau da, wo die Strecke für mich neu ist. Nein, bin ich gut und da, wo ich sie kenne, verliere ich Zeit. Hey, das war eine halbe Sekunde. Are you serious? Ich hatte nur noch eine halbe Sekunde Rückstand. Oh nein. Habe ich mir die Chance fürs Podium verspielt? Mal gucken, wie der Abstand ist. 3,5, jetzt muss ich nochmal. Komm. Let's go. Race Order: Ralf Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Michael Schumacher. Okay, gut, dass nur die ersten 4 vorgelesen werden. Nur 1 Zehntel im ersten Sektor. Wirklich? Oh Gott. Egal, ich sehe den Punkt wieder. Diesmal könnten wir es schaffen. Diesmal werden wir es schaffen. Let's go. Ich versemmel es jetzt nicht. Ich bin dran. Komm schon. Podium. So zum Greifen nah. Ganz außen anfahren. Let's go. He's definitely gaining. Alter, warum kann ich die Parts nicht, die ich eigentlich kenne? Ja, okay. P4 ist auch okay, oder? In 5 Runden, ey. Ey, aber immerhin, der Bruder gewinnt. Ach, Mann, 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 Mann. Jean Alesi, Paul, Michael Schumacher. Was hatten die denn an schnellsten Runden? Eine Ewigkeit später. Ja, tatsächlich haben wir die schnellste Rennrunde geholt. 1:37,4. Dafür gäbe es ja heutzutage noch einen Extrapunkt, immerhin. Ey, aber not bad. Ich gucke aber mal ganz kurz, was sind denn die damals für so Pole-Zeiten gefahren? Ich guck mal genau von der Saison 97. Hoffentlich hat es da nicht geregnet. Ja. Quali-Zeit. Gerhard Berger mit der Pole 1:41,8. Ich würde sagen, es fühlt sich nicht nur schnell an, es war schnell, in der Tat. Michael Schumacher übrigens bei dem Rennen auf Platz 2 gewesen am Ende. Und ja, da waren wir nicht ganz, aber er hatte auch ein bisschen mehr Zeit aufzuholen als wir und er musste nicht von so weit hinten starten. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, lasst gerne Daumen nach oben da. Gerne Abo raushauen für alle Neuen auf dem Kanal, selbstverständlich. Und ansonsten teilt mir doch sehr, sehr gerne mit, was ihr noch gerne von den alten F1-Spielen alles sehen wollen würdet. Wir werden auf jeden Fall nochmal das letzte F1 von EA uns angucken. Das, wo ich quasi drauf bin, in
meinen alten jungen Jahren als Juan Pablo Montoya. Nee, Spaß beiseite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Haut rein.